Mit der Digitalisierung wollen wir das erhalten, was uns als Volksbank ausmacht: die persönliche Nähe. Was für einen Teil unserer Mitglieder nach wie vor die lokale Präsenz vor Ort ist, ist für einen anderen Teil die ständige digitale Verfügbarkeit unserer Dienstleistung. Banking immer und überall. Diesem Anspruch unserer technikaffinen Kunden müssen wir heute und in Zukunft gerecht werden. Das bedeutet auch, dass die Volksbank Mittelhessen ihre digitale Infrastruktur immer stärker ausbaut. Herr Bernhard, fahren Sie bitte nicht so schnell. Mit dem Smartphone ist die gesamte Volksbank sozusagen in die Hosentasche gewandert. Sie können von unterwegs aus Ihre Finanzen checken, Überweisungen tätigen und Daueraufträge einrichten und ändern oder Ihr Wertpapierdepot managen. Und ich möchte Ihnen nun jemand vorstellen, mit dem wir all dies möglich machen. Hallo Computer! Hallo Herr Bernhard! Was machst du gerade? Ich betreue in dieser Sekunde das Online-Banking von 140.000 Kunden der Volksbank Mittelhessen. Das sind mehr als 40% unserer Kunden. 42%, um genau zu sein. Tendenz stark steigend. Mittlerweile betreibe ich 130 Server, um die anfallenden Aufträge flüssig abzuarbeiten. Hinzu kommt die technische Infrastruktur, um eine reibungslose Kommunikation zwischen hunderten Beratern und tausenden Kunden sicherzustellen. Wie zum Beispiel die 30.000 E-Mails, die täglich über deine Server laufen. Richtig. Außerdem versorge ich von hier aus unzählige Smartphones, Tablets, Penpads und Notebooks mit den notwendigen aktuellen Daten. Ihre Mastercard läuft in 3 Wochen ab. Danke, Computer. Kannst du alles veranlassen? Schon erledigt, Herr Bernhard. Vielen Dank. Gern geschehen und noch einen schönen Tag. 200.000 gestalten das Wachstum der Region.